hallo, ich bin die Theresa Friedrichkeit aus dem Burgenland. Ich bin Lehrerin an der Allgemeinen Sonderschule in Eisenstadt und das ist der Charlie, das ist unser Schulhund. Er besucht die Schule seit dem Schuljahr 2015/16. Die Geschichte von Charlie ist so, er hätte eigentlich in einem Wald in Griechenland ausgesetzt werden sollen und dann hat sich eben eine beherzte Tierhelferin seiner angenommen und über diesen Partner-Tierschutzverein ist er dann eben nach Österreich gekommen. Charlie und ich haben eigentlich die Ausbildung an der PH Burgenland gemacht, da habe ich den Lehrgang besucht und er hat in der Hundeschule eine Prüfung abgelegt. Dann ist eine Tierärztin gekommen und hat geschaut, ob ihm die Anforderungen eh nicht zu hoch sind, ob er die Lautstärke aushält, das Geschrei und Herumgelaufe der Kinder. Das hat dann eigentlich ganz gut gepasst und seitdem kommt er einmal in der Woche mit an die Schule und besucht alle Klassen. Der Charlie liebt es, in die Schule zu kommen, er wartet oft schon in der Früh, ob er heute denn mit darf. Und das Besondere an ihm ist, dass er so unvoreingenommen auf alle Kinder zugeht, egal ob sie jetzt laut sind oder ruhig. Und er sucht sich dann oft die Kinder aus, die seine Zuwendung und seine Nähe gerade am meisten brauchen, weil sie irgendwelche Sorgen von zu Hause mitbringen oder es ihnen gerade nicht so gut geht. Und das ist das Besondere an ihm. Und deshalb ist der Charlie mein tierischer Held.